Tag Leute und herzlich willkommen wieder zurück an vorderster Front bei Call of Duty. In geheimer Mission sind wir alleine unterwegs. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wann, aber ich vermute mal irgendwo im Zweiten Weltkrieg. Ja, wir sind hier an einem Staudamm unterwegs und wahrscheinlich haben wir das letzte Mal das Briefing wieder mal gekonnt überhört. Das ist Call of Duty. Ganz ehrlich, da darf man laut ballern, denn man wird erwischt. So. Du hast dich verraten, Kollege. Ah, Scharfschützenduell. Okay. Yes! Eine Sekunde zu früh geschaut. Müssen wir alles hochjagen. Mit einem Knall beginnt dieser Part und lasst mich raten. Mit einem Knall wird er auch enden. Natürlich. Und zwischendrin, was wird passieren? Es wird knallen. Lasst uns alle zusammen knallen. Ich finde, die Wassereffekte sehen für die damalige Zeit immer noch fantastisch aus. Überhaupt so die Grafik. Ach, geil, Leute. Ey, letztens mit euch hier Return to Castle, Wolfenstein durchgespielt und jetzt Call of Duty den ersten Teil. Das ist einfach nur schön. Richtig schöne Erinnerung. Das sind auch Spiele. Das sind einfach Spiele. Ohne millionenfache Zwischensequenzen. Man zockt einfach. Das ist so schön. Man ballert einfach durch. So, warte mal. Die kommen doch von hier drüben. Da kann ich doch noch ein bisschen snipen. Na, warte mal. Jawohl, er fällt um. Also, keine Frage, ich finde auch neue Call of Duties geil. Ich finde auch die neuen Wolfenstein geil. Wir haben ja auch den Wolfenstein-Teil von 2009 durchgespielt, der auch sehr gut war. Aber manchmal back to basics, ne? Einfach nur, es steht ein Text da, mach das kaputt, du machst es kaputt und es ist einfach geil. Scharfschützenduell. 1944? Na, ich weiß, dass du hinter der... Ich weiß es. Wir alle wissen es. Komm, zeig dich. Boah, man. Okay, wir wussten es alle, aber das wusste ich nicht. Trottel. Trottel. Ich zeig's euch. Bitteschön, ihr wollt's doch sehen. Jeder liebt doch Knallbumbeng. Zack, Alter, was für ein Skillshot. Zack! Alter, da merkt man einfach, ne? Der Skill von Counter-Strike. Wow. Zack, Alter, AWP-Skills. Die sind einfach. Die kommen gleich hier raus, ich sag's euch. Da. Da kommen sie raus. Das haben wir sofort gewusst. So, da, das wolltet ihr sehen. Feind. Zack. Zack. Was ist das für ein Stoß? Das tut doch niemandem weh, oder? Rauchenverbot, das ist gut. Das hat sich dann in den 60er und 70er Jahren wieder ein bisschen zurückentwickelt. Wow. Aber gerade so in der Zeit war auch schon Rauchen in den Innenräumen verboten. Finde ich gut. Sperrgebiet, kein Zutritt für Unbefugte. Finde ich richtig. Also rauchen. Boah! Rauchen kann tödlich sein. Und alles andere auch, wenn man in die falsche Richtung guckt. So, okay, sie kommen von links. Nee, von hinten. Von da. Okay. Das ist aber eine gemeine Stelle. Sehr gemein. Oh, jetzt lass mich doch mal ganz kurz das Schild hier lesen. Meine Güte. Feind hört mit. Ach. Aufzug. Falls man nicht weiß, was das ist, steht's nochmal neben dran. Ne? Könnt ihr mit dem Telefon oder so. Alle Mann in Kampfbereitschaft. Okay, jetzt wird's hier ein bisschen Action geladen, ne? Jetzt wird man von allen Seiten in die Zange genommen. So, wir gehen mal außen rum. Was haben wir denn noch für eine Knarre?
Wir legen mal das Scharfschützengewehr weg. Ich glaube, das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. So, Ausgang, Kontrollraum. Eindringlinge in Sektor 6, Ebene B entdeckt. Ah, ich glaube, der ist hinüber. Was sind denn das für abgefahrene? Was ist das? Ich wollte erst sagen, das sind UFOs, aber. Genau, leg dich gleich hin. Leg dich hin und stirb. Wo zur Hölle sind wir hier? Aber vielleicht sieht es einfach in jedem Staudamm so aus, ne? Irgendwo braucht man ja auch Pumpen dafür. Von daher, das könnten einfach große Pumpen sein. Und dann wäre es dann nicht mehr ganz so abgefahren. Das sind, glaube ich, einfach nur große Pumpen. Ja, Turbinenraum. Okay, es ist ein. Okay, es sind Turbinen. Irgendwo waren wir doch schon mal in irgendeinem Spiel in bei. Ja, wo? Wo denn? Der da oben oder was? Machen Sie denn hier? Was soll denn das? Ja, mit. Ja, übrigens, ne, was wollt ihr danach sehen? Wollen wir Call of Duty 2 durchzocken oder wollen wir in der Wolfenstein-Reihe weitermachen? Das wäre dann Wolfenstein, die neueren Teile. New Order. Ja, keine Ahnung. Ich bin offen für alles. Oder wir gehen wieder ganz, ganz zurück. Back to Mega Basics. Hexen und sowas. So, da hätte ich noch voll Bock drauf. Das habe ich damals nie durchgespielt. Hexen 1. So, zack. Inflationär, warte. Danke. Hexen 1. Ich glaube, jetzt bin ich aber auch auf dem geistigen Niveau, wo ich das einfach durchziehen würde. Hexen 2 habe ich damals auch nicht durchgespielt. Erstes Level. Es gibt, glaube ich, nur 4 große Level, wo man die apokalyptischen Reiter, glaube ich, irgendwie bezwingen muss. Durchgespielt habe ich es nie. So, jetzt muss ich wieder gucken, welche Seite. Da. Zack. Da wollte er mich gleich wieder überraschen. Nächste. Da kommt noch wer. Da kommt noch wer. Da. Okay. Klingt sauber. Aber warte mal, wir können auch mal Granaten benutzen. Wozu haben wir denn die Eier? Granate! Oh, eine kleine Falle gestellt, ne? Hat auf jeden Fall funktioniert. So, mit den eigenen Waffen geschlagen. Wie bitte? Was? Wir sollen Gefangene sollen wir nehmen? Okay. Also eins ist relativ angenehm, dass die Gegner wirklich erstmal auf einen zulaufen und nicht gleich dir sofort einen Headshot verpassen, wie in den neueren Call of Duty Teilen. Ein bisschen kurz übel wird mir schon, wenn ich da komme. Tut das eigentlich weh? Es tut nicht weh, wenn ich da dran komme. Überlegt mein Sohn. Wenn ich da jetzt dran fassen würde, dann würde es mir meinen Finger wahrscheinlich direkt so wegschnetzeln. Mit der Nasenspitze auch eher unangenehm. Oh, jetzt hätte ich gerne mein Scharfschützengewehr wieder. Der wartet doch schon. Oh, die Granate, die hat sich richtig gelohnt. Na? Die Knarre liegt da. Ich vermute. Der Gegner ist tot. Ah, da kommt gleich wieder der nächste. So ein langer Raum und 2 Gegner. Das ist ja wohl frech. Das ist ja wohl echt frech. Warte, warte! Oder wir zocken einfach mal Half-Life. Endlich mal Half-Life durch. Allerdings nicht das Original, sondern das gab so ein Remake. Darauf hätte ich Lust. Darauf hätte ich echt Lust. Und dann auch Opposing Force. Aber da gibt es leider nur das Original. Aber das sind echt sehr geile Add-ons. Ich bin so beeindruckt von der Grafik. Ohne Mist, das ist richtig schön. Das ist wie Kunst. Kunst ist zeitlos. Okay, warte, warte, warte. Du kriegst da hinten eins auf den Löffel. Er läuft genau rein, du Trottel. Genau rein. Aber wirklich genau.
Sag mal, du bist hier nicht beim Ostereiersuchen, du Troppel. Wow. 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 Von allen Seiten. Frech. Aber Call of Duty liked schon damals faire, sehr, sehr faire. Ja, hör mal, wir haben noch ein paar Granaten. Da hinten war einer. Da war einer. Da war einer. Und da war einer. Dann nehmen wir die restlichen noch mit. Zack. Ich glaube, das war's, oder? Mehr Eier hatte ich gar nicht geworfen. Ah, die spawnen natürlich erst, wenn ich hier hingehe, ne? Ja, natürlich. Wow. Wo soll der bitte herkommen? Direkt da hinten war ich gerade dran. Hab dich gesehen, du kleine Halunke. Oh oh. I think I have to go. Okay, das ist da drinnen noch nicht. Da ist der Feind. Wer schreit hier so rum? Fuck, es ist ziemlich weitläufig. Danke. Ah, es ist. Schaffe ich das bis darüber? Nee. Zu wenig Schmackes. Wie machen wir das jetzt? Wartet mal, den kriegen wir so. Aber den Scharfschützen da drüben. Sehr gut. Ey, die Wassereffekte, guck dich das an. Hammer! Ich meine, es sieht nicht so richtig aus wie Wasser. Es ist wie bei dem Terminator 1992, Terminator 2, ne? Wie der gegnerische T-2000? Nee. Dann in eine Masse geflossen ist. Wie flüssiges Quecksilber. Aber irgendwie sieht es doch cool aus, ne? So. Ziel Nummer 2 ist mich da drüben hoch. Nee, das geht doch jetzt auf hier, oder? Das muss doch... Wozu gibt's hier überhaupt ein Guckloch in der Mitte? So ein Schwachsinn, man kann doch dann... Wir haben zu viel Geld. Wir brauchen unbedingt eine Tür mit Guckloch. Wozu, Captain? Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass man da durchgucken kann. Man kann daran vorbeigucken. Ich will die Tür mit Guckloch. Gut. Ja. Die Leute, die was zu sagen haben. Das sind die schon damals mit der Geld... Mit der Geld in die Hand. Total sinnlos, aber ist halt so. Oh, warte mal, hier ist ein Scharfschützengewehr, das nimmt mit. What? Was soll denn das jetzt hier? Ach, jetzt geht's da oben wieder weiter, oder? Ich muss zurück. Ich muss da oben weiter. Das Gute ist, dort wo die Feinde sind, dort geht auch der normale Weg weiter. Also warte mal, die nehme ich mit, die Knarre, die ist ganz gut. Ich habe ziemlich viel HP gerade verloren. Ey Leute, ich habe letztens auf Arbeit, darf ich gar nicht sagen, aber ne, manchmal gönnt man sich ja so die obligatorischen 2 Stunden Pause auf Arbeit, auf dem Klo. Und da habe ich mir mal wieder Max Payne runtergeladen und habe da die ersten paar Level gespielt und geil, selbst auf dem Handy. Das Spiel, ich habe es ja mit euch vor circa 4-5 Jahren mal durchgespielt, das war ja sauschwer. Und auf dem Handy haben sie den Schwierigkeitsgrad extrem runtergeschraubt, aufgrund der Steuerung natürlich. Und das hat Spaß gemacht, selbst mit dieser Krüppelsteuerung, aber es hat einfach wieder Spaß gemacht, da einfach in Zeitlupe mal wieder ein paar Leute wegzufetzen. Ja. Macht einfach nur einen Rückwärtssalto. Warum? Weil er es kann.
Na, warte mal, hier hinten wird es doch noch irgendwas geben, oder? Heute, Kinder, wird's was geben. Fuck you. Aber ich finde immer dann, wenn man des Öfteren stirbt bei Call of Duty, dann weiß man, man hat ungefähr die Hälfte des Spiels geschafft. So, du warst hier drüben. Drei, da wäre noch einer gekommen. So, der war hier oben noch. Habe ich den erwischt? Granaten, Granaten, Granaten. Ah. Spiel gespeichert. Wir sind auf jeden Fall hier richtig. So. Warte mal, wo war jetzt der Ausgang? Der war hier drüben, ne? Der war auf der Seite. Nee, oder? Doch. Muss aufpassen. Oh, ich habe wieder volle Energie. Wie ich denn das hingekriegt? Hier unten sind noch welche, die rumtapseln. Oh, der zieht einen einfach fast die Hälfte der Energie ab. Ein Gegner nicht sofort ins Blickfeld genommen. Jetzt wird's schon hart. Headshot Master 2000 ist unterwegs. Haha, er ist zurück. Ich finde ganz ehrlich, dieses Gameplay, dass man Medipacks hat, ist geiler. Du kriegst zwar in jeder Ecke hier eins und nach einem großen Kampf bist du einfach wieder hochgeheilt, aber das ist schöner als dieses ewige Entdeckung-Gehocke. Ich meine, warum soll ich ewig hocken bleiben? Das ist nur Spielzeitstreckung. Ist doch viel besser, wenn du gleich wieder... Ist er Fuß? Nee. Oder? Ich guck nochmal hier drüben. Das macht einen schönen Flow rein. Du hast das kleine Scharmützel. Hast du gewonnen. Und dann kriegst du jetzt hier einfach, zack, volle Energie. Du hast gewonnen. So ist es. Du musst jetzt nicht ewig noch deinen Schädel in den Dreck bohren, damit deine Energie sich regeneriert. Und auf schwer musst du das einfach 3 Minuten machen. Nee, da ist das hier eine bessere Mechanik. Naja, ne. Ah, das ist einer von mir. Alles klar. Hinten rein. Ah, natürlich. Ich darf nicht vorne sitzen. So, jetzt los. Zünd die Lunte. Zünd das Ding. Nummer 1, überrollt. Los jetzt hier. Zünd die Dinger. Ich will das Ding jetzt hochgehen sehen. Die sind doch schon alle kaputt. Ich will noch was. Das Ding muss hochgehen. Ich bin enttäuscht. Ich habe in dem einen Raum, habe ich 4 Sprengladungen gesetzt und ich wollte sehen, wie die hochgehen. Na gut, das müssen wir uns jetzt einfach vorstellen. Achtung, jetzt zusammen, wir stellen es uns vor. Geil, oder? Geil, Hammer! Schlachten werden durch Gewalt und Taktik gewonnen. Je größer der General, desto mehr Taktik und desto weniger Gewalt wird er einsetzen. Winston Churchill. Lassen wir mal so stehen. Kann man drüber diskutieren. So, neue Mission. Ziel 1a. Nach Abschluss aller Operationen am Damm nicht fassen lassen und ein Flugfeld in ca. 8 Meilen bei Bip aufsuchen. Information 2. Feste Verteidigung im Operationsbereich. Unbekannt. Der Feind wird sehr wahrscheinlich Straßenblockaden errichten. Ich kann heute nicht mehr lesen. Alarmbereitschaft. Jeder Angriff auf die Edertalsperre wird das Anrücken auf Truppen aus benachbarten Städten und Garnisonen nach sich ziehen. Sowohl das Militär als auch die Zivilbevölkerung werden in hoher Alarmbereitschaft sein. Dann so handschriftlich hinzugefügt. Der von uns gestohlene Laster hatte eine große Lieferung Panzerfaust 60 geladen. Eine Kurzstreckenpanzerfaustwaffe mit nur einem Schuss sind gegen Verfolger sehr nützlich, also kein schlechter Fund. Zusammenfassung. Rückgriff auf feindliche Waffenausrüstung, falls die eigene zerstört wird. Brücke zerstören,
provisorische Hindernisse erstellen, um das Vorrücken des Feindes zu verzögern. Sergeant Waters hat sich noch ein paar Ladungen für seine Aufgaben reserviert. Cool. Jawohl. Warte mal, wo ist sie denn? Ah, danke. Nächste bitte. Jawohl, läuft doch. Geil. MG in der Hand, du denkst dir einfach. Habe ich mir gerade wirklich selbst vor den Latz gehauen. Warte. Jawohl, hab it. Hab ihn. Nehmen wir mit hier. Also nach vorne schießen ist nicht gut. Warte, was ist denn jetzt hier? Kriege ich noch? Nee. Was macht er denn jetzt? Ach, er jagt die Brücke hoch, hat er ja gerade erzählt. Ne? Ach, sowas liebe ich auch einfach mal. So richtig schön hirnlos. Keiner trifft einen. Keiner trifft einen, Leute. Habe ich gerade gesagt. Das darf mich jetzt keiner treffen. So, Kollege, wo bist du denn? Das dauert ja ewig hier. Jawoll, ja. Sehr gut. Das war eine fette Action. Das hat mir gefallen. Zack. Okay, nicht mehr zack. Mit grad abdrücken. Warte. Danke. Zack. Yes, Mann. Der hat gesessen. Danke. Was? Das war der Hammer. Yes, der war der Hammer. What? Die sind doch nicht gut. Dann machen wir ein sicheres Ding. Krass, die leben noch alle. Naja, in meinem Geist sind sie alle tot. Haben wir echt keine Panzerhorst mehr? Du musst doch nur das Ding da runternehmen. Da drunter sind doch noch Kanisten. Kanisten. Was ist denn das? Was ist denn das? Haben die zu viel Mario Kart gespielt oder was? Okay. Ist das geil. Ist das geil. Ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass sie gleich von vorne kommen. Hier. Jawohl, den habe ich auf jeden Fall erwischt, oder? Im Vorbeifahren. Zack, hinüber. Oh, was macht der hier? Oh, der hat eine Panzerfaust. Er steigt aus. Alles klar. Läuft uns zu Fuß hinterher. Also ich gesagt, ach nee, die LKW, die gehen immer hoch. Nee, nee, nee. Das machen wir anders, da laufe ich lieber. Oh, warte, 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 warte. Warte mal, wir können doch auch mal hier ballern. Boah, unspektakulär, aber irgendwie haben wir es dann doch hingekriegt. Ist das schon eine Heilung? Und da geht's wieder zurück. Da wird natürlich einfach mal inflationär reingeholzt. Ist dann auch die erste Mission von Soldier Fortune 2? War ähnlich, ne? Das Ende? Jawoll. Wo ist denn der andere eigentlich hin? Schöne Mission. Kurz, knackig, explosiv, so will man es haben. Hab vor allen Dingen niemals Angst. Der Feind, der dich zum Rückzug zwingen will, hat genau in diesem Moment Angst vor dir. So, wir lesen uns da unten mal durch. Verteidigen sich zum Flugfeld, das ist das, was wir bereits gelesen haben und nicht begriffen. Okay. Was habe ich noch? Ich habe immer noch dieselben Waffen. Wichtig hier, Garnias anvisieren. Inflationäres Reingeholze. Warte. Ja, das wird so nix. Der Junge muss sterben da drüben. Jawohl, der ist stehen geblieben. Oh, da kommt gleich der nächste LKW. Eine Ladung Gegner, bitte.
Scheiße! Warte. Das war dumm. Jawohl, haben wir erwischt. Mal alles durchladen. So, what's now? Was macht der hier? Was macht der denn jetzt? Hä? Was machen wir? Was, wir steigen aus oder was? Das hat mir aber keiner verraten. So, Freunde. Jetzt kommt die dicke Abrechnung. Yes! Keine Ahnung, wo die Gegner überhaupt sind. Oh, falsche Richtung. Sorry. Achtung. Oh, da. Die will ich auch mitnehmen. Ja, geil. Geht sogar. So, ich glaube, die LKW machen wir mal mit kaputt. Man weiß ja nie. Ja, ich liebe explodierende LKW. Wieder alle reinlaufen. Hey, wir machen mehr hier. Scheiß die Wand an, du Pisser. Jetzt wird ordentlich abgespratzt. Ey, das ist doch einfach zu viel des Guten. Okay, ja, da oben, das ist unserer. Stirb, Junge! Ich treffe ihn nicht. Hab ihn. Ich bin gleich tot. Ich muss weg. Ich brauche unbedingt eine Heilung. Da ist es. Ah, ärgerlich. Hammer. Hammer-Mission. Was für eine geile Mission, Alter. Du kriegst hier von allen Seiten auf den Sack. Richtig geil. Da lebt immer noch der Junge, oder? So, dann wollen wir doch mal rein in die gute Stube. LKW down. Jawohl, bitte einparken geht immer noch, ne? Auch im Sterbezustand. Einparken muss sein. Dann ist das ein Verkehrshindernis. So, gleich kommen die Flugzeuge. Komm, komm, komm. Ich hab das Gefühl, hier kann ich ihn noch gar nicht treffen. Geil. Geil. Und der nächste bitte. Jawohl. Überlegt mal, ein paar Jahre später, was hat man davon mir geholt? Hubschrauber. Oh man. Sorry, alle Hände voll zu tun. Ich kann leider nicht zuhören. Geh drauf! Mann, wann kommt unser Vogel? Wir müssen hier raus, ist der Scheiße. Wow! Das hat wehgetan. Okay. Komm! Die Heilung brauche ich. So. Fuck! Ich krieg auf den Sack. Alter, ich höre doch gar nicht, was der labert. Da labert er mir komplett ans Ohr. Mach selbst deinen Schrott. Was muss ich denn machen? Lenken Sie das Feuer auf sich, während der Rest des Teams ein deutsches Flugzeug stiehlt. Also noch mehr, das auf mich lenken, geht nicht. Was ist hier los mit dir? Stirbst du mal? Kann ich den nicht treffen oder was? Naja, gut, da muss wer anders dran glauben. Irgendwer muss jetzt hier sterben. Aber das ist so typisch Call of Duty. Überleg mal, das in noch schwerer. Das wäre einfach nur die Hölle. Los jetzt, ran in den Speck. Jetzt wird hier der Nazi vom Himmel gefickt. Yeah! Der nächste bitte. Du alter Lappen-Johnny. Jetzt werden hier die Nazis aus der Weltgeschichte geholt. Also die da drüben, die haben irgendwie... Verdammt, Evan! Ja, ich sehe das Problem.
Die Problematik ist vor allem, wenn sie ihre Bomben abwerfen. Jawohl. Komm schon. So, wieder in die Mitte manövrieren. Okay. War hier nicht irgendwo eine Heilung? Da. Und dann geht's da unten weiter. Heiter, heiter geht es weiter. Auf der Leiter. Okay, haben wir alle. Und die nächsten Flugzeuge. Hock dich doch dran, Junge. In letzter Sekunde. Und da drüben geht es auch noch los. Schießen Sie nicht auf das große Flugzeug am Boden. Alles klar. Ui. Und rein in die gute Stube. Zieh los, Junge. Was für eine geile Mission, Alter. Von links, warte mal, von links ist hier, ne? Kommt doch gar keiner. Aua. Boah, Leute, was für eine Mission. Verdammt geil inszeniert. Ich meine, was hast du bei heute in Call of Duties? Du fährst natürlich mit dem LKW noch in das Flugzeug rein. Das sieht geil aus, aber im Prinzip war das Fundament schon damals vorhanden. Es ist besser, auf den Füßen zu sterben, als auf den Knien zu beten. Leben. So, wir lesen da unten die Zusammenfassung des Reichsmeisters. Das ist wie beim Aufsatz. Ja, Zusammenfassung reicht. Oder bei der Interpretation. Wer hat das Buch damals schon wirklich gelesen? Keiner. Da gab es diese kleinen Reklamheftchen. Die hat man durchgelesen und da stand zum Schluss noch so zweiseitige Zusammenfassung. Hat völlig ausgereicht. Der norwegische Widerstand berichtet, dass ein kleines Wasserfahrzeug neue Offiziere um 19 Uhr aus der Tromsø-Region zur Tirpitz bringen soll. Fangen Sie es ab, schalten Sie alle Männer aus und nehmen deren Plätze ein. Mit den entsprechenden Dokumenten sollten Sie keine Probleme damit haben. Hakoja, Norwegen. Captain Price, Alter, das ist der alte Haudegen. In jeder Mission ist er hier irgendwie am Techtelmechteln. Wollen wir es nochmal ansprechen? Diese geilen Wassereffekte. Hammer. Was ist das für ein Nachttopf? Ganz leger, ganz lässig. Der Price, der ist einfach, der ist der geborene Schauspieler. Jede Rolle. Ne? Kriegsheld. Jetzt hier als Kapitän irgendwo. Auf dem Kudder. Das ist einfach klasse. Oh. Das ist doch ein Signal für uns, oder? Pricey, sehen Sie es? Ganz unauffällig. Die ganzen Kanonen zeigen schon in unsere Richtung. Mit dem Nachttopf geblitzdingst. Evans, Sie gehen mit mir unter Deck und suchen die Waffenkammer. Dann machen wir die Motoren unbrauchbar. Bleiben Sie bei mir und überlassen Sie mir das Reden, wie es Ihr Deutsch besser ist. Waters, Sie bleiben hier. Dass die immer an meinem Deutsch zu werkeln haben hier, ne? Mein Deutsch ist nicht schlecht, es ist ausbaufähig. Ich gebe der ganzen Mission 3 Minuten, dann geht alles schief. Bitte um Erlaubnis, an Bord kommen zu dürfen. Erlaubnis erteilt. Ja, das hätte ich aber auch hingekriegt. Ah, der riecht den Braten. Der riecht den Braten, definitiv. Dürfte ich wohl Ihre Papiere sehen? Papiere. Wie? Kapitän Schmidt? Ihr musstet zu einem dringenden Treffen mit dem Befehlshaber. Alles in Ordnung. Wie in World War II. Gab es da auch so eine Mission, ne, mit den Papieren?
Spiel gespeichert. Okay, Leute, wir sind auf dem Nazi-Schiff und in geheimer Mission geht es weiter. Das nächste Mal wieder auf meinem Kanal. Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Abonnieren und liken natürlich nicht vergessen. Auch für diesen inbrünstigen Rülps für euch. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.